Ich habe einen Auftrag von YouTube selbst bekommen, die Preise der YouTube Awards selber zu gestalten für die Preisverleihung, die in Berlin stattfinden wird und wo ich auch eingeladen bin. 6 Bilder, eine Woche Zeit, eine Mission. Für wen die Preise sind und was ich genau tun soll, hat mir gestern Georg Neute gesagt. Er ist der Presseboss von YouTube Deutschland. Giorgio, come stai? Carissimo, come stai? Franco, ich habe ein Problem, ich bin in der Scheiße. Du musst mich retten. Das werde ich. Was kann ich für dich tun? Du hast eine Mission. Ja. In 7 Tagen ja. habe ich eine Pressekonferenz. Ich brauche Awards. YouTube Awards. Die besten YouTube Creator und Videos. Kannst du ein Award machen? Kannst du sie auszeichnen? Kannst du sie ehren? Ja, was kann ich dafür tun? Ich brauche Kunst von dir. Kunst. Bilder malen als Preis? Ja. Wow. Hast du Zeit? Ja, auf jeden Fall. Für dich immer. Mega. Dann rettest du mich. Ina 5, machen wir einen schönen Rahmen drum. Aber es muss so schön sein, dass sie sich das auch ins Büro oder irgendwo hinhängen. Dass sie es nicht im Keller tun. Natürlich. Sondern es muss funny sein, Kunst von dir sein, deine Handschrift, be creative. Weißt du was? Dein Hintergrund ist eine gute Inspiration. Ich könnte Doodles machen, weißt du, mit vielen Elementen, ja. die Creators dann präsentieren, deren Merkmale und dann so ein Doodle, eine Doodle-Komposition machen. Ja. Könnte schön, bunt, verrückt, kreativ sein, oder? Ja, ich habe gesehen in deinem Video in der WG, du hast schon schöne Sachen gemacht, das finde ich super ja. toll alles. So in der Art. Weißt du schon, wer die Gewinner sind? Da, ich glaube, das ist noch ein Geheimnis, oder? Ja, aber wir können es ja schon mal sagen. Also, Most Trending Video ist 7 vs. Wild. Oh ja, folge ich. Top Creator, Leroy. Leroy? Ja, wir kennen uns schon, ja. Breakout. Also Aufsteiger, Niklas Kolort. Niklas, der Spacefluencer, den folge ich schon. Voll schön, dass er auch so einen Preis gewinnt. Das freut Aber mich. Aber weißt du, wer auch kommt? Super Dude, Robert Marc Lehmann, größter Umweltschützer. Wow, ja. Denn der ist auf Platz 4 bei Top Creators. Dem machen wir auch einen schönen Preis. Heftig. Okay. Ja, er hat einen Livestream gemacht. 35.000 Menschen live auf YouTube. Und die haben alle zusammen 110.000 Euro gespendet, wow. damit er demnächst ein Projekt machen kann, um Haie zu retten, beziehungsweise darauf aufmerksam zu machen, dass sie nicht die Finne abschneiden sollen, die manche Menschen dann verkaufen. Wow. Ja, dann würde ich aber gerne noch Shirley ehren. Ja. Shirley? Shirley ist zweitgrößte bei Aufsteigerin des Jahres. Ja, sie ist auch ganz neu dabei. Ja, ja. Cool. Ja. Schön. Und Anna hat das Shorts-Video mit Phil Laude, ist auf Platz 2 geschossen bei Shorts. 7 Millionen Views, bitte auch. Anna Stiegel, bitte. Anna Stiegel, super, ja. Super funny Creator. Kannst du nach Berlin kommen? Du musst das übergeben dann. Boah, ich würde sie selber übergeben. Ja, deine Kunst musst du doch selber übergeben, oder nicht? Was soll ich das machen? Boah, das wäre mir eine Ehre. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Freue ich mich. Dann musst du leider dein Köln hinter dir lassen für eine Nacht oder zwei. Schaffst du das? Ich werde ein bisschen Köln-Weh haben, aber das schaffe ich. Das überlebe ich. Ja, Wiederkehr ist auch schön. Falko, eine Sache noch. Deine Kunst soll bezahlt werden. Was möchtest du haben? Ich würde sagen, so pro Bild machen wir 2 Pokémon Booster Packs? Oder 3, komm, 3, geht noch? Okay, dann Deal. Ja? Okay, dann hast du heute oder morgen schon die ersten Skizzen. Ich wusste mich, ich kann mich auf dich verlassen. Bei sowas immer. Danke, Giorgio. Arrivederci. Tschüss. Bene, ich werde also die Eigenschaften von jedem Creator dann so einbauen und deren Essenz und Charakter am besten darstellen. Erstmal muss ich aber kurz recherchieren. Fritz Meinecke und die zweite Folge von 7 vs. Wild, was ich auch schon gesehen habe. Das ist das erfolgreichste Video des Jahres. In dieser Folge findet Fritz so einen Mini-Fußball und er nennt ihn dann Mini-Wilson. Wegen Castaway, ne? Habt ihr sicherlich gesehen. Was sind andere Symbole von dieser Folge und von ihm selbst? Also sicherlich sein Machete, ein Krokodil, was auch das Logo von 7 vs. Wild ist, eine Kokosnuss und dann natürlich so ein Dschungel-Setup im Hintergrund. Und dann kommt Leroy. Auch er ist einer der Kanäle, die am schnellsten dieses Jahr gewachsen ist. Und man kennt es, er macht Interviews mit Menschen, die ganz besondere Geschichten haben. Dieses Jahr, dank seinem neues Format Das Treffen, hat seine Reichweite dann nochmal einen Booster bekommen. Und bei Leroy habe ich aber ganz wenige visuelle Merkmale, die ich für dieses Bild nutzen kann. Also habe ich sein Thumbnail-Design in mein Bild eingebaut.
Für Anna, sie ist sehr naturverbunden, genauso wie ich. Sie ist sehr gesund unterwegs. Man sieht immer wieder, wie sie so Selleriesaft aus so einem Bierkrug trinkt. Also das muss ich auch einbinden. Sie taucht auch gerne, genauso wie ich auch. Also so eine Tauchermaske passt auch. Sie hat den Preis für das erfolgreichste Shorts gewonnen. Also wird sie auf so ein Shorts-Logo reiten und sie ist Teil vom Logo selbst auch. Sie hat das Play-Button auf dem Hemd und ist auch rot wie den Hintergrund. Also sie und dieses Shorts-Logo mussten so zusammenschmelzen. Und dann noch die Banane mit ihrem Namen, wie bei ihrem Intro. Shirley hat den Preis gewonnen für den erfolgreichsten Newcomer. Breakout, also ich dachte, sie könnte so vom Bild so bam, so direkt so rauskommen. Sie spielt immer wieder so verschiedene Charaktere, also sie kann zwei Mützen gleichzeitig auch haben. Ihr Mikrofon soll auf jeden Fall nicht fehlen, weil genau mit diesem Umfragevideo ist sie dann so wirklich durchgestartet. Und auf ihrem Mikrofon will ich ein paar Aufkleber draufkleben mit Symbolen, die sie darstellen. Also die Tomate, wie in ihrem YouTube-Banner und ein paar andere Elemente noch. Und natürlich, ihr Charakter muss man richtig direkt fühlen. Wenn man sie anguckt in diesem Bild, muss man sie reden hören können. Also sehr große Augen und ein sehr expressives Gesicht. Und das insgesamt sollte dieses Feeling von so einem Breakout-Creator geben. So jemand, der so bam, so auf einmal auftaucht und mit seiner Energie dich so überrannt, so dich überfordert fast. Dann kommt Niklas Colors. Bei ihm musste ich richtig wenig recherchieren. Ich folgte ihm schon seit einer Weile, da ich mich für das Thema Wissenschaft, Weltall, Physik so sehr interessiere. Und ich war richtig happy zu erfahren, dass er einen Preis gewonnen hat und ich das selber gestalten konnte. Das war für mich so wow, so eine Ehre. So. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich ihn irgendwann so wirklich treffen würde. Und er ist einer der Kanäle, die in diesem Jahr am schnellsten gewachsen sind. Also wie könnte ich das jetzt am besten darstellen? So ein Booster Push nach oben. Eine Rakete würde perfekt passen, aber wieso nicht dann direkt so mehrere Raketen, die boah, zusammen mit ihm so richtig durchstarten. Das symbolisiert am besten diesen Ziel, das er erreicht hat. Ich will auch dabei noch viele andere Elemente einbinden, mit Wissenschaft und Weltall so zu tun haben. Ich wusste schon, was da rein muss. Und das ist also der neue James Webb Teleskop, die Artemis One Rakete, dann Oumuamua, das ist der erste interstellare Objekt, das in unserem Sonnensystem angedrungen ist. Das ist so ein Meteorit, das von ganz weit weg irgendwo gekommen ist und der dann an uns vorbeigeflogen ist und das vor einigen Jahren. Das Besondere daran war seine Form, so dünn und länglich. So ein Asteroid hatte man noch nie bis jetzt gesehen und ganz am Anfang dachte man also, das wäre so ein Raumschiff oder wer weiß was. Dann kommt noch der Mond dazu, aber der Mond von den Lumière Brothers. Kennt ihr wahrscheinlich diese berühmte Szene von damals? Von diesem Mond und die Rakete, die in sein Auge reinfliegt. Und dann noch Saturnringe um seine Faust herum. Ich finde, dass dieses Bild das Wachstum-Feeling so richtig rüberbringen kann. Dieses Bam, wie eine Rakete nach oben und dann noch weiter und weiter. Ich glaube, er würde sich darüber freuen und bis jetzt ist das Bild, was ich am meisten persönlich so am meisten gefühlt habe. Weil das sind auch Themen, die mich wirklich so packen auch. Und was ich genauso gefühlt habe, ist auch das letzte Bild, das für Robert Mark Lehmann. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, aber ich glaube, ihr kennt ihn schon, dann guckt auf jeden Fall bei seinem Kanal vorbei. Er macht viel mit Umwelt und Tierrettung. Das ist wirklich Hammer, was er auf die Beine da stellt. Auch diese Aktion, wo er richtig viele Haie gerettet hat. Also habe ich ihn gemalt, während er tauchte und mit so Haie kuschelt. Aber es sind Haie, die verletzt waren. Man sieht, dass sie so einen Verband an den Flossen haben. Und so. Und sie sind ihnen aber dankbar, dass er sie gerettet hat. Babyhaie, große Haie, Hammerhaie im Hintergrund. Und er tauchte da mit seiner Kamera. Was er auch in Wirklichkeit in seinen Videos dann auch machte. Der Typ ist echt krass. Ich bin richtig happy gespannt, ihn wirklich kennenzulernen, wenn wir da in Berlin sein werden. Da bin ich echt happy. So, die Bilder sind bereit für die Übergabe in Berlin. Da werden sie dann auch eingerahmt und am nächsten Tag ist dann schon die Preisverleihung.
Mission erfolgreich erfüllt. Aber wie haben Sie auf meine Bilder reagiert und wie finden Sie sie überhaupt? Das seht ihr in meinen Shorts hier auf meinem Kanal. Kommen ab morgen online. Ich will jetzt aber von euch wissen, wenn ich so einen Preis bekommen würde, was wären dann so die Eigenschaften, die Merkmale, die ich da rein malen sollte, eurer Meinung nach? Was wäre es dann? Was für Elemente, für Sachen repräsentieren mich am meisten? Im nächsten Video kann ich auch die kreativsten und passendsten Kommentare von euch auch zeigen. Ah, und im nächsten Video geht es um Tätowieren. Das habe ich zum ersten Mal ausprobiert. Also verpasst nicht die Shorts, die ab morgen online kommen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. A presto, ciao, arrivederci!